Anna Köhler haben wir jetzt hier. Die kommt aus Nordrhein-Westfalen, startet nämlich für Winterberg, wo es auch eine schöne Bahn gibt. Ja, für dich ist das noch was Besonderes jetzt, die Weltcup-Starts, die nächsten, denn es geht noch um das Olympiaticket, ist das so? Ja, das ist so. Also hier in Altenberg und in St. Moritz geht es noch darum, unter die zwei besten Nationen zu kommen und ja, ich hoffe, dass das funktioniert. Ist das für dich sowas hier, wo du sagst, Vorteil durch die Heimbahn, dass du hier vielleicht schon öfters gefahren bist, oder ist es eher so Altenberg, huiuiui? Ja, gemischte Gefühle. Also es ist Altenberg, uiuiui, es kann halt immer passieren, wie man jetzt gerade auch sieht. Und ja, aber ein Heimvorteil schon, weil man schon relativ viele Fahrten hier runter gemacht hat und doch schon eine Sicherheit dann hat. Aber es kann auch passieren. Ich bin vor 2 Wochen hier auch gestürzt. Okay. Was sind die Stellen, wo man am meisten aufpassen muss? Kurve 9, also eigentlich ab Kurve 9 bis 14. Ja, wie sah das Training bisher aus? Also was wäre für dich jetzt so ein gutes Ergebnis? Oder geht es dir wirklich nur um das Olympiaticket? Also platzierungsmäßig im Weltcup, keine Ahnung. Also ich habe das eigentlich schon immer so gesagt, 2-mal gut starten und 2-mal gut fahren. Und dann mal sehen, was dabei rauskommt. Ja, das ist eigentlich so mein Ziel. Alles klar, wir drücken die Daumen. Danke.